Hallo ihr lieben Leute auf YouTube und schön, dass ihr wieder da seid. Heute mit zwei Tipps, wie ihr einen schönen Duft in die Wohnung zaubert und das Ganze bei der Arbeit nebenbei. Und das Ganze ist ganz einfach. Das Einzige, was ihr dazu braucht, ist ein Staubsauger. Hier ist zum Beispiel ein handelsüblicher Staubsauger. Und während der Hausarbeit könnt ihr mit dem hier ganz wunderbar einen schönen Raumduft erzeugen. Und wie das geht, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Jeder Staubsauger hat hier hinten einen Pollenfilter drin. Den nehmt ihr einfach raus und beträufelt ihn mit zum Beispiel Duftöl. Wenn ihr kein Duftöl habt, dann geht auch Parfüm. Da einfach ein paar Tropfen hinten rauf. Also wichtig ist, dass ihr die Seite nehmt, die nachher nach oben guckt. Also sprich, wo euer Auslass ist. Dann macht ihr den einfach wieder rein. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach Parfüm nehmen, macht da einfach ein, zwei Spritzer drauf, das kommt aufs Gleiche. So, Deckel wieder aufsetzen. Und dann wird der Staubsauger angeschaltet. Und bei jedem Saugen habt ihr hier einen wunderbaren Raumduft. Und ihr könnt selber noch entscheiden, nach was es riechen soll. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Vanille. Das wäre dann Nummer 1. Das Ganze geht auch mit einer Klorolle. Und zwar gleiches Prinzip. Ihr nehmt wieder euer Duftöl und träufelt hier, gucken wir mal, ob man das zeigen kann, wo die Pappe ist. Da träufelt ihr einfach ein bisschen was rein. Ihr könnt genauso auch wieder Parfüm nehmen. So. Und das Ganze ist jetzt, das beruht jetzt darauf, weil mein Finger ist jetzt einfach mal der Klorollenhalter. Jedes Mal, wenn ihr jetzt die Klorolle dreht, dann geht dieser Klorollenhalter über die Stellen, die ihr da eingeträufelt habt und setzt damit dann Duftmoleküle frei. Bei dem Staubsauger hält das ungefähr 3 Wochen. Und hier mindestens genauso lang, aber gut, nach 3 Wochen dürfte eigentlich das auch mal aufgebraucht sein. Probiert das einfach mal aus. Und jedes Mal, wenn ihr abträufelt, werdet ihr sehen, werdet ihr am Bad immer wieder frischen Duft haben. Je nachdem, was ihr natürlich aufgeträufelt habt. Ja, das waren einfach mal 2 Tipps, wie ihr schnell einen frischen, schönen Raumduft reinbekommt. Und das Ganze im Endeffekt nebenbei. Probiert das mal aus. Schreibt mal, ob das bei euch auch geklappt hat, wie ihr das findet. Freuen uns über jeden Kommentar. Den Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal wieder. Bye bye.